seit wann ist denn der Friede von der Erde genommen? Seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall. Also spätestens seit Kain und Abel, oder? Da hat zum ersten Mal die Erde Menschenblut aufgenommen, ja? Und seitdem gibt's Krieg und Not und Hunger und die ganzen Probleme, die Menschheit hat, ja? Das hat ganz, ganz früh angefangen. Das könnte ja oder würde ja dann bedeuten, dass dieses rote Pferd, dieser Reiter auf dem roten Pferd, dass der schon immer reitet. Ja. Das würde ja bedeuten, wir brauchen eigentlich keine Angst zu haben vor den apokalyptischen Reitern, die irgendwann auftauchen. Ja, vielen Dank. Heute die sieben Siegel. Ich habe euch eine Übersicht mitgebracht. Das sind sie alle zusammen, ja. Fängt mit vier Pferden an. Vielleicht als Vorwort. Die sieben Siegel, die werden oft in der Reihenfolge gezeigt, wo man davon ausgeht, dass die Offenbarung linear abläuft, ja. Und nicht in Zyklen. Ich habe schon mal mitgebracht, worauf wir uns einstellen müssen. Also erstmal auf ungewohnte Ergebnisse. Ja, wir werden andere Ergebnisse finden als die wir vielleicht bisher gehört haben aus der Offenbarung. Eine andere Sicht bringe ich euch mit. Ja, wir machen nur einen Überflug. Wir gehen nicht so in die Details rein, sondern wir schauen uns die Siegel in einem Überflug an. Ein anderer Empfänger. Welcher Empfänger ist denn in der Offenbarung eigentlich derjenige, an den die Offenbarung gerichtet ist? Knechte Jesu Christi. Ja. Ich glaube, dass die Offenbarung auch speziell gerichtet ist an Israel, an den wiedergeborenen Überrest in Israel. Und dass es eigentlich ist für die Leute, die in der letzten 70. Jahrwoche zum Glauben an Jesus kommen. Nicht so sehr für die Gemeinde aus den Heiden, die wir sind, ja. Deswegen hat die Offenbarung auch diese alttestamentlich-hebräische Schreibweise. Ganz viele alttestamentliche Bilder in der Offenbarung, ja, die ausgelegt werden müssen, die gedeutet werden müssen. Das ist ein anderer Empfänger. Für die Juden, die in der letzten Zeit zum Glauben an Jesus kommen, ist die Offenbarung nicht so verborgen wie für uns, weil die diese ganzen alttestamentlichen Bilder kennen. Ja, die sind im Alten Testament viel besser unterwegs wie wir und kennen die auch. Und die finden dann diese Strukturen wieder in der Offenbarung. Ja? Also es ist ein anderer Empfänger, eine andere Sprache, eine Sprache, auf die man sich einstellen muss. Eigentlich müsste man fast sagen, ist die Offenbarung alttestamentlich. Ja, ist ganz erstaunlich, aber ganz viele alttestamentliche Bilder. Ja, und viel Text. Das ist so der Überblick. Also wer fängt an mit dem weißen Pferd, ja, dann kommt ein rotes Pferd. Das nimmt den Frieden von der Erde. Dann kommt ein schwarzes Pferd. Dann kommt ein fahles Pferd, der Tod. Dann kommt das fünfte Siegel mit den Märtyrern unter dem Altar. Und dann kommt das sechste Siegel, da kommt Christus wieder. Der Tag des Zornes des Lammes. Wann ist denn der Tag des Zornes des Lammes? Spät, oder? Ja, spät. Ja, das ist ja, wenn Jesus wiederkommt. Auf dem Ölberg. Ja. Jetzt sind wir aber hier in Offenbarung 6. Es geht nicht chronologisch. Eigentlich müsste man dann hier schon aufhören. Das ist ja schon die ganze Heilsgeschichte. Das ist eigentlich die Heilsgeschichte vom Anfang der Welt bis zu Christi Wiederkommen. In einem groben Aufriss. Das haben wir gestern Abend schon gehabt, oder? So ist hier auch. Das hört ihr überall in den Gemeinden. Linearer Aufbau der Offenbarung. Ja, und man sagt, in Offenbarung 4, Vers 1 ist dieser Vers, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, mit mir reden, wie eine Posaune, die sprach, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und dann sagt man, alles, was nach Offenbarung 4, Vers 1 ist, ist alles nach der Entrückung. Ja, man sagt, das ist ein Bild, eine Allegorie, Johannes wird stellvertretend für die Gemeinde in den Himmel entrückt und von dort sieht er alles, was danach passiert. Und der Rest ist chronologisch, damit haben wir nichts mehr zu tun. So ist die Aussage. Ja, 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 das ist richtig, ja. Das ist sowieso auch ein spezielles Thema nochmal mit der Entrückung in der Offenbarung. Es gibt tatsächlich in der Offenbarung eine Entrückung, die ist in Offenbarung 11, wo die zwei Zeugen, die werden entrückt. Ist aber eine Entrückung, die sieht so ganz anders aus als die Entrückung, die wir von Paulus beschrieben bekommen, in 2. Thessalonicher. Ja, ich glaube auch, dass es dieselbe Entrückung ist, denn wenn die Offenbarung von den letzten Dingen spricht, dann muss ja irgendwo die Entrückung auch drin sein. Sonst wäre es ja unvollständig, ja? Aber wie schon gesagt, sind das alttestamentliche, sind Bilder, die sind umschrieben. Paulus schreibt es mehr oder weniger offen hin, ja, schreibt von diesem Geheimnis der Entrückung.
Aber bei den gängigen Auslegungen höre ich nichts von der Entrückung in der Offenbarung, außer hier Kapitel 4, Vers 1, wo das ein Halbsatz sein soll. Ja, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und die Entrückung ist da in so einem Halbsatz drin und der Rest ist alles zukünftig. Glaube ich nicht. Wer wird denn alles entrückt? Christi Gemeinde. Christi Gemeinde, ja? Ja? Wie groß ist denn Christi Gemeinde? Wie viele Menschen sind denn das? Ja, das ist eine unzählbare Schar. Ja, und die werden alle in einem Augenblick, werden die auferstehen und werden mit denen, die lebendig sind und übrig geblieben sind, in den Himmel entrückt, ja? Ist das ein großes Ereignis? Ja. Mein lieber Mann, das ist was sehr Großes. Bitte? Ja, genau, ja. Wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind, ja, sondern die Toten werden auferstehen zuerst und dann werden auch wir, die wir leben und übrig bleiben. Da läuft es einem ein bisschen kalt den Rücken runter. Ja, zugleich mit ihnen entrückt. Könnt ihr euch vorstellen, dass alle Friedhöfe irgendwo aufgehen, da wo ihr herkommt, in Dortmund, in Düsseldorf, in Duisburg, in Hamburg, in München, in Sao Paulo, in New York, in Moskau, überall, in Nordkorea, in China, überall gehen die Gräber auf und die Christen werden lebendig, werden entrückt in den Himmel. Das ist groß. Ja, das ist groß. Das steht nicht in einem Halbsatz in Offenbarung 4, Vers 1. Das ist etwas Großes. In Offenbarung 11 steht, die beiden Zeugen werden lebendig, stehen auf ihre Füße und ihre Feinde sehen sie und die geben Ehre dem Gott des Himmels, während die in den Himmel sichtbar hinaufgerückt werden. Ja, das ist etwas Großes, etwas sehr Großes. Wahrscheinlich das größte Glaubensereignis, was die Welt je gesehen hat, wenn die Gemeinde Jesu in den Himmel hinaufgerückt wird. Ja. Also das ist aber das, was ihr hört, linearer Aufbau der Offenbarung. Offenbarung 4, Vers 1, steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Roger Libby und alle, ja, weil Roger Libby ist dabistische, evangelikale Endzeitlehre. Alle sagen das. Und man versteht das so, erst kommen die Siegelgerichte, dann kommen die Posaunengerichte, dann kommen die Zornschalen. Alle hintereinander. Ja, alles in der Endgeschichte, alles in der letzten 70. Jahrwoche, alles noch zukünftig, alles nach der Entrückung. So versteht man's, ja? Und dann gibt's so Überschneidungen auch. Ah, Entrückung hier vorne, ja? Offenbarung 4, Vers 1. Und nachdem laufen diese ganzen Dinge ab. Und jetzt, wo wir so kritische Situationen haben im Fernsehen und so, werden manche ein bisschen unruhig und sagen, ja, vielleicht müssen wir in das eine oder andere doch noch rein. Wo ich sage, wir haben da noch gar nichts Schlimmes erlebt. Oder im Vergleich zur Weltgeschichte, was man Christen angetan hat, was man Menschen angetan hat. Wir haben doch noch gar nichts. You ain't seen nothing yet, singt so eine amerikanische Popband. Du hast doch noch gar nichts gesehen. Ja? Und da fangen wir schon zu zappeln an. Gut, also man sagt dann, dass hier Dinge auch überschnitten sind. Ja, also zum Beispiel das siebte Siegel enthält dann die Posaunen und hinten auch wieder dann die Schalen, dass sie so ein bisschen ineinander gehen. Ja, also man sieht hier, das siebte Siegel enthält die sieben Posaunen, ja? Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stimme in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Ja, also dieses siebente Siegel enthält die sieben Posaunen. Es wird eine halbe Stunde ist Stille im Himmel. Dann kommen die sieben Posaunen, und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu Posaunen. Also eins geht in das andere über, ja? Ich glaube das nicht, dass das so ist, wie wir jetzt gesehen haben. Ich glaube nicht, dass das ein linearer Aufbau ist. Ich glaube, dass das ein konzentrischer Aufbau ist. Habe ich mal so versucht darzustellen. Also erst kommen die Siegel und die geben einen ganz groben Überblick über die ganze Weltgeschichte. Und dann fährt die Bibel mit so einem Zoom, fährt ein bisschen näher ran und beschäftigt sich nur mit der Israelsgeschichte. Das ist fast so, wie wir gestern Abend gehabt haben bei den Sprüche 30. Ja? Erst die komplette Weltgeschichte, das schauen wir uns heute an. Da drin Posaunen Israel und Jerusalem und zum Schluss die Schalengerichte, speziell die 70. Jahrwoche, vielleicht sogar die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Das heißt, die Bibel zeigt erstmal einen Überblick und dann zoomt die immer weiter ran. Ja? Wenn man in Urlaub fährt, mit den Kindern sagen, wir fahren nach Frankreich an den Strand. Ja? Also die Route heißt von zu Hause nach Frankreich an den Strand. 4 Wochen später, guck mal, oh, fahren wir die A8 oder die A5? Da wirst du ein bisschen genauer. Ja? Wo machen wir denn Pause? Da wird es noch genauer. Irgendwann ist man über den Gotthard drüber, dann sagen die Kinder, wann sind wir endlich da? Ja? Und man sieht, das dauert alles noch und es wird nach und nach erst ausziseliert und formuliert. Und so macht die Bibel das auch. Die zeigt erst diesen großen Überblick über die Weltgeschichte,
der ja bei den Siegeln endete mit dem Tag des Zornes des Lammes, ja, damit war, ist da praktisch schon in Offenbarung 6 der Abschluss da, da kommt ja Christus schon, wo die Könige und die Hohen der Welt sich verbergen vor den, vor dem Zorn des Lammes, ja, da ist ja ein Zyklus schon beendet, ja. Jetzt kommt da in Offenbarung 13 kommt nochmal der Antichrist und all, all die ganzen Themen, also macht die Bibel ja irgendwie einen Rücksprung. Also kann der lineare Ablauf nicht richtig sein. Warum nimmt man den linearen Ablauf? Was ist der Grund? Warum macht man sowas, wenn es eigentlich keinen Sinn macht? Man kennt nichts anderes. Ja, man kennt nichts anderes, ja? Ja, und? Ja, ja. Also man hat, ja, man hat ein, eine Vorstellung, sage ich mal, ja. Wir werden entrückt vor der Trübsal. Ich habe da ganz viel Verständnis für. Ja, kann auch jeder, jeder so frei denken und glauben, wie er will. Und deswegen nimmt man das als Argument und sagt, die Bibel ist linear aufgebaut und der Johannes wird entrückt in den Himmel und alles, was danach ist, geht uns nichts mehr an. Ja. Aber ich glaube, dass es anders ist. Ich glaube, die Bibel ist konzentrisch aufgebaut. Erst kommen die Siegel, die beschäftigen sich mit der Weltgeschichte. Dann kommen die Posaunen, die beschäftigen sich nur mit der Israelsgeschichte. Dann kommen die Schalengerichte und die sind nur noch mit der Endgeschichte dran. Und alle enden an diesem Zeitpunkt, ja? Der Zorn des Lammes, hier oben schon, das ist der Zorn des Lammes und das ist, geht in allen drei Gerichtszyklen der Schlusspunkt mehr oder weniger. Ja? Jetzt schauen wir uns den Text mal an. Fangen wir mal mit dem zweiten Siegel an. Da steht, und da es das andere oder das zweite Siegel auftat, hörte ich das andere Tier sagen, komm. Und es ging heraus ein anderes Tier, das war rot. Und dem, der darauf saß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde. Und dass sie sich untereinander erwürgten und ihm ward ein großes Schwert gegeben. Jetzt ist die Frage, seit wann ist denn der Friede von der Erde genommen? Seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall. Also spätestens seit Kain und Abel, oder? Da hat zum ersten Mal die Erde Menschenblut aufgesogen, aufgenommen, ja? Und seitdem gibt's Krieg und Not und Hunger und die ganzen Probleme, die Menschheit hat. Ja, das hat ganz, ganz früh angefangen. Das könnte ja oder würde ja dann bedeuten, dass der, dieses rote Pferd, dieser Reiter auf dem roten Pferd, dass der schon immer reitet. Ja. Das würde ja bedeuten, wir brauchen eigentlich keine Angst zu haben vor den apokalyptischen Reitern, die irgendwann auftauchen. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich gesagt habe, ha, wenn das so ist, wenn der schon reitet, dann muss ich meine Sicht auf die Welt ändern. Ja? Die Welt ist eine Welt in Unruhe und in Krieg. Nur in Europa oder speziell in Deutschland, wo wir leben, da geht es uns halt so gut, dass wir kein Problem haben damit. Ja? Aber in anderen Ländern, wir wissen es ja auch, ja, man muss ja nur die Nachrichten anmachen, dieser Reiter reitet immer schon. Und alle, die jetzt an diese Voreindrückung glauben, die glauben, dass diese apokalyptischen Reiter alle noch kommen. Und dass sie zum Glück davor entrückt werden. Ja? Jesus ist aber nicht gekommen, damit wir von allen Unbilden ausgenommen werden. Ja? Sondern Jesus hat seiner Gemeinde den Auftrag gegeben, ihn darzustellen. Wir haben gestern Abend kurz gesagt, unsere Aufgabe ist als Gemeinde nicht das Gesetz zu halten. Unsere Aufgabe als Gemeinde ist, Christus darzustellen. Warum? Weil wir sein Leib sind. Ja? Und wo das Haupt durchgegangen ist, geht der Leib auch durch. Ja, und unsere Aufgabe ist nicht, oder ich sage mal, unsere Berufung ist nicht, dass der Herr uns vor allem rettet. Das wollen die Menschen gerne. Sondern manchmal mag es sogar so sein, dass Christus uns in ganz schlimme Dinge hineinstellt als Christen. Thessalonischer Brief. Ja, das, was ihr erlebt habt oder was die Gemeinde in Jerusalem erlebt hat von den Juden, das habt ihr erlebt von eures Glaubensgenossen. Ja? Verfolgung. Ja. Aber dass jetzt, dass wir Angst haben müssten, dass irgendein apokalyptischer Reiter oder vier apokalyptische Reiter noch kämen, da muss man nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Dieser hier, der reitet eigentlich schon immer. Also der Friede von der Erde ist seit dem Sündenfall, seit Kain und Abel ist der weg. Ja? Ist ein interessanter Gedanke. Jetzt kommt ein schwarzes Pferd. Drittes Siegel. Das erste schauen wir uns auch noch an, aber ich habe die mal vorgezogen. Ja? Und da es das dritte Siegel auftat, hörte ich das dritte Tier sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme unter den vier Tieren sagen, ein Maß Weizen um einen Groschen und drei Maß Gerste um einen Groschen und dem Öl und Wein tu kein Leid.
Wovon spricht das? Wie könnte sieben man das? Sieben fetten Jahre so ungefähr, ne? Bitte? Sieben fetten Jahre so ungefähr. Ja, genau. Ja? Ja, sieben fette Jahre und dann Teuerung, ja? Also ein Maß Weizen um einen Groschen, drei Maß Gerste um einen Groschen, das war, glaube ich, auch ein Tageslohn. Teuerung. Inflation. Teuerung. Hunger, ja? Und dann, und dem Öl und Wein tu kein Leid, da übersetzen andere, und dem Öl und Wein taste nicht an. Das kann man entweder so, im Griechischen ist es so, rühr das nicht an, ja, heißt es im Griechischen. Und da kann man entweder sagen, dem Öl und Wein tu kein Leid, oder man kann auch sagen, sei froh, dass du Weizen und Gerste hast, Öl und Wein gibt's keinen mehr für dich. So könnte man übersetzen, ja. Man kann auch sagen, Teuerung für Weizen und Gerste, aber Öl, ein Bild für den Heiligen Geist, und Wein vielleicht für die Freude im Glauben, der wird nicht teurer, sondern der bleibt für die Christen. Das ist aber eine Deutung, ja? Und die hat den kleinen Nachteil, dass man Öl und Wein geistlich sieht, ja? Aber Weizen und Gerste halt physisch, ja? Das ist eigentlich nicht so ganz durchgängig, ja? Also wenn man, so hat Luther jetzt übersetzt, dem Öl und Wein tu kein Leid, die neue Elberfelder Bibel, die übersetzt, Öl und Wein taste nicht an. Man kann auch sagen, das ist, Öl und Wein ist vorbei, das sind Luxusgüter, Öl und Wein. Also früher die Leute, die in den Kirchen vergoldet haben, die haben das vergolden, die haben gemacht, indem man Gold mit Blei gemischt hat, und das Blei wurde verdampft und dann blieb das die dünne Goldschicht übrig. Und die haben immer diese Bleidämpfe eingeatmet. Und deswegen sind die mit 30 Jahren alle verrückt geworden und sind früh gestorben. Und deswegen hat man die hoch bezahlt und die bekamen alle Rotwein, die wurden mit Rotwein bezahlt. Rotwein war damals ein absolutes Luxusgut, konnten sich nur Könige leisten. Aber man wollte die Vergolder natürlich auch haben, und die wussten, sie haben ein kurzes, nettes Leben, ja, weil sie Rotwein trinken dürfen. Wir trinken heute alle Rotwein, die können wir überall kaufen, ja, guten und schlechten. Ja, aus Südafrika und überall her. Wir leben ja wie die Fürsten. Ja, wir glauben, das wäre normal. Aber das redet halt von Teuerung. Naja, gut, Teuerung gab es aber doch auch immer schon. Ja, das gab es auch immer schon. Teure Zeit. Ja? Natürlich wird es in der letzten Zeit... Ja, auch. Ja? Wir sind das nicht gewohnt. Wir sehen vieles aus unserer Perspektive, aus unserer Erlebenswelt. Ja? Aber wir müssen den Blick hier ein bisschen weiten, uns auf andere Dinge einstellen. Ja? Ich meine, Jesus sagt das ja auch, in der letzten Zeit wird es sein Not und Krieg und Hunger und Teuerung und Pestilenz und schwierige Zeiten. Und auf der anderen Seite sagt er, die Menschen leben sorglos dahin. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis Noah in die Asche ging und die Sintflut kam und nahm sie alle hinweg. Ja? Also Jesus zeichnet für die Endzeit eigentlich eine Zeit, die sehr, sehr schwierig ist. Nach unserem Verständnis Krieg und Not und Hunger und Seuchen. Und gleichzeitig sorgloses, achtloses Leben. Beides parallel, ja. Das würde sich so decken mit dem, was du sagst, ja. Die einen Länder kriegen es nicht mehr hin und den anderen geht es immer noch gut, ja. Das mag durchaus sein. Ja? Aber zumindest sieht man, dass der Preis hier für Weizen und Gerste wohl ein Tageslohn wird und kaum noch möglich ist für die Menschen, das zu bezahlen, ja. Und dann kommt ein fahles Pferd, ja. Und da es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme des vierten Tieres sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen ward Macht gegeben, zu töten den vierten Teil auf der Erde mit dem Schwert und Hunger und mit dem Tod und durch die Tiere auf Erden. Schwert, Hunger, Tod, Tiere, für den Hinterkopf mal, ja. Zu töten den vierten Teil auf der Erde, der Tod, den gibt's auch schon immer, ja. Hier nochmal speziell gewaltsamer Tod, ja, zu töten den vierten Teil auf der Erde mit dem Schwert, mit Hunger, mit Tod und mit Tieren auf der Erde. Also ein gewaltsamer Tod, der den vierten Teil der Erde tötet. Da könnte man eigentlich sagen, 25% der Menschen sterben keines natürlichen Todes, sondern sterben in irgendeiner Art von Krieg. Ja? Was ich damit sagen will, ist, eigentlich haben wir mit den apokalyptischen Reitern eigentlich so ganz viele Anhaltspunkte dafür, dass die schon immer reiten. Dass diese Abfolge der Siegel uns eine Welt zeigt, die im Gericht lebt und fürs Gericht aufgespart ist, ja, unter Krieg, unter Teuerung, unter Tod, schon immer. Wir hier im Westen, wir leben, wie soll man das denn sagen, wir leben im Paradies eigentlich, ja, speziell in Deutschland, ganz, ganz lange. Wir haben aber auch kaum Abwehrmechanismen gegen so Krisen, die uns jetzt ankommen, ja, die wir schon als Krise erleben, die für unsere Vorfahren immer noch luxuriöses Leben gewesen sind, ja. Aber das würde darauf deuten, dass diese ersten drei Reiter alle schon reiten.
Jetzt ist nur die Frage, was ist mit dem weißen Reiter, darf man ja eigentlich auch nicht sagen, ja, sondern mit dem weißen Pferd. Es ist ja ein Reiter auf dem weißen Pferd, ein Reiter auf dem roten Pferd. Der Reiter ist ja nicht weiß oder rot, ja, sondern die Pferde. Aber man kürzt es oft so ab, ich tue das auch immer wieder, ja. Und ich sah, dass das Lamm der Siegel eines auftat und ich hörte der vier Tiere eines sagen, wie mit einer Donnerstimme kommen. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm ward gegeben eine Krone und er zog aus sieghaft und dass er siegte. Also so gut wie alle Ausleger, die ich kenne, sagen, das ist der Antichrist. Ja? Mir ist das zu nervös. Ja, Offenbarung aufschlagen, Antichrist, sofort. Ja, gute Frage, hätte ich eigentlich am Anfang auch euch alle fragen wollen, wer ist der Sieger? Da würde niemand sagen, der Antichrist. Ja, alle würden sagen, der Sieger ist Jesus Christus. Er ist der Sieger. Ja, und er zieht aus sieghaft und um zu siegen. Und er bleibt auch Sieger. Das ist ja unser Evangelium eigentlich. Das widerspricht aber ganz, ganz vielen Auslegern, weil die sagen, ja, der hat ja einen Bogen und der tut nur so, als ob er Christus wäre und nur, aber dann fängt man, also Gott fängt immer mit Christus an. Warum? Weil Jesus Christus Alpha und Omega ist. Ja, also Omega ist er schon mal, beim sechsten Siegel kommt der Zorn des Lammes. Also lassen wir ihn doch auch Alpha sein. Ja? Dann wäre dann der hier aussieht, der Reiter auf dem weißen Pferd, der wäre sieghaft, dem wird eine Krone gegeben und er zieht aus sieghaft und dass er siegt. Er wird siegen. Er ist der Sieger. Gott fängt mit Christus an. Und er hört mit Christus auf. Mit dem Zorn des Lammes. Ja? Das ist die Perspektive, die Gott eigentlich einnimmt. Jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt reitet ja Christus mit drei Gerichtsreitern, mit Krieg und mit Seuchen und mit Tod. Wie passt denn das zusammen? Dankeschön, ja. Ja. Deswegen haben wir das gestern Abend gemacht, dass man das jetzt ein bisschen besser verstehen kann, ja. Das sind drei Gerichtsreiter und ein ganz anderer, ja. Das ist Krieg, Hunger und Tod und der erste ist Christus. Ist Christus auch zum Gericht gekommen? Ja. Ja, natürlich. Was für ein großes Gericht. Er hat sich richten lassen, er hat sich unter alles drunter gegeben, sie haben ihn gelünscht auf Golgatha, er ist gestorben und auferstanden und wehe, wenn er kommt zum zweiten Mal. Dann kommt er zum Gericht. Das wird ein großes Gericht, ja, über die ganze Welt. Mit Christus kann man keine Männchen machen. Jesus war zu Lebzeiten schon ein Mann. Ich sage das immer ganz gerne. Pilatus hat gezittert vor dem. Die Zöllner und die Zimmerleute haben gesagt, hier ist einer von uns, der hat schaffige Hände, sagt man in der Palz. Jesus war ein König. Jesus hat den Tempelberg von den Händlern gereinigt, muss man sagen, mit der Geißel, dass die Pharisäer ihn fragen, aus welcher Macht tust du das? Das waren ja Händler, die ihre Güter über hunderte von Kilometern gegen irgendwelche Räuber verteidigt haben. Das waren ja auch keine Kinder von Traurigkeit, die da ihre Ware feilgeboten haben in Jerusalem. Und Jesus ganz allein wirft die Tische der Wechsler um, der Banker dort, macht dann all und schmeißt die alle raus und macht die Türen zu. Die Pharisäer haben gesagt, what? Aus welcher Macht tust du das? Das war Jesus. Zu Lebzeiten. Pilatus hat gezittert vor dem. Die Frau hat gesagt, habe du nichts mit ihm zu schaffen, ich habe heute Nacht schlecht geträumt. Wenn Jesus im Raum betreten hat, das war Aura, das war Gottes Sohn. Ja, ich sage das gerne. Ja, weil wir uns nicht schämen sollen. Ja, brauchen wir nicht. Wir sind in bester Gemeinschaft. Das war der König aller Könige, schon zu Lebzeiten. Dass der gekreuzigt wurde und der sein Blut vergossen hat, das ist der Skandal der Weltgeschichte. Das ist das Drama der Welt. Dieses Damoklesschwert hängt über der Menschheit, dass sie den Gottessohn gelünscht haben. Dieses Damoklesschwert hängt über der Menschheit, dass es uns egal ist, ja? Dass es der westlichen Welt gleichgültig ist, weil es ihnen nur noch um ihren Laptop und ihr iPhone und ihren Mallorca-Urlaub geht. Das ist ein Drama. So weit sind wir. Ja? Aber Jesus, das war ein Mann. Und die Zöllner und die Zimmerleute, die mit ihm gegessen haben, ja, die waren gerne mit ihm zusammen, die haben mit ihm über das Reich Gottes gesprochen. Die haben gesagt, das ist nicht so ein Schwätzer wie die Pharisäer. Ja? Unser Herz brennt, wenn der redet. Das war Jesus. Und den werden wir sehen irgendwann, ja? Ja.
Also das ist der Grund, warum ich sage, wir machen einen Überflug. Ja? Wir gehen nicht in jedes Detail. Die Frage ist durchaus berechtigt. Ja? Viele sagen, der Bogen ist ein Bild für den Antichristen. Das wird auch Hiob zitiert. Aber wenn ihr den Bogen guckt, nachschaut in der Bibel, ist der wertfrei. Also manchmal tragen schlimme Leute den und mal trägt Gott den. Mal schießt Gott seine Pfeile, mal schießen böse Leute ihre Pfeile. Das ist indifferent in der Bibel. Ja? Also man kann jetzt nicht, wenn man so eine Wortstudie macht, daraus ableiten, dass der Bogen immer ein Bild für den Antichristen wäre. Ja? Wo ist es, wo wird er da beschrieben mit Diademen und vielen Kronen? Kommt er da zu Fuß? Am Ende. Reitet er da auf dem weißen Pferd? Ja. Dann reitet er am Anfang und am Ende? Dann ist er Alpha und Omega? Also ich verstehe die Vorbehalte, die man da hat, weil wir dann immer so, ich habe dann auch immer so gehört, dass der Reiter auf dem weißen Pferd, dass das der Antichrist wäre. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Ich zeige euch noch ein paar Gründe. Ich bin aber auch niemand böse, der es anders sieht, ja? Warum ist Christus unter den Gerichtsreitern? Das ist ja die große Frage, ja, weil normalerweise würde man ja sagen, ja, aber da muss der Antichrist sein, weil Krieg ist schlecht und Hunger ist schlecht und Teuerung ist schlecht und Tod ist auch schlecht und der Antichrist ist schlecht und da haben wir vier gleiche und da sind wir zufrieden mit, also muss das halt der Antichrist sein, ja, so wird ja oft gesagt. Eigentlich war es immer schon so, dass der Reiter auf dem weißen Pferd immer ein Bild für Christus war. Über die Jahrhunderte hinweg. Erst seit 100, 150 Jahren, seit der evangelikalen Welt, seit der Vorentrückungsthematik hat man das jetzt zum Antichristen gemacht. Vorher war das immer der Reiter auf dem weißen Pferd, war immer Christus. Ja? Ob die auch schon von der 3-in-1-Ordnung wussten, weiß ich nicht genau. Ja? Aber eins war denen klar, Christus kommt immer zuerst und nicht der Antichrist. Das ist mir zu nervös. Offenbarung, Antichrist. Ja? Gott ist anders. Gott zeigt erstmal in Ruhe eine Struktur, eine Perspektive auf und füllt die dann nachher. Ja? Also dass der Reiter auf dem weißen Pferd Christus ist, war eigentlich immer schon so. Wir leben eigentlich in einer Ausnahmesituation. Ja? Wer ist der Sieger? Naja, Jesus ist der Sieger. Ja? Nicht der Antichrist. Ja? Wer ist Alpha und Omega? Jesus. 3-in-1-Ordnung. Das habt ihr schon gestern jetzt rauf und runter dekliniert. Ja? Da kann man sich ein bisschen vorstellen. 3 bringen Unheil und Unglück und einer bringt den Sieg. 3 und 1. Ja? 3 normale Farben, 1 fahles Pferd, 2 mal 3 und 1, wie man will, ja. Aber es würde zumindest das nicht ausschließen, dass Christus unter den Gerichtsreitern ist und er selber bringt ja auch Gericht, ja. Das war diese Struktur, die wir hatten. 3 Dinge und 1 viertes, ja. Und das haben wir hier wieder. Ein weißes Pferd, der bringt den Sieg. Die bringen Unheil, Krieg, Teuerung, Tod. Er bringt den Sieg, 3 und 1. Oder andersrum, wenn man sagen will, 1 fahles Pferd, das sind weiß, rot, schwarz, normale Farben, das ist fahl, ja. Blass, fahl. Also hätte man auch da 2 mal 3 und 1, warum? Weil es von einem großen Gericht berichtet, von einer Welt, die im Gericht steht und fürs Gericht aufbewahrt ist, ja. Okay, also das wären so meine Argumente. Jetzt lassen wir die Gegenseite mal zu Wort kommen und lassen die mal argumentieren, mal gucken, was dabei rauskommt, ja. Also es gibt einen Adolf Pohl, der hat in der Wuppertaler Studienbibel geschrieben, den Absatz zur Offenbarung, sehr bekannter Bibellehrer. Und der sagt, wenn das so wäre, dass der Reiter auf dem weißen Pferd Christus wäre, dann würde das bedeuten, Doppelpunkt, und schließlich wäre Christus in dieser Version gleichzeitig als Lamm und als weißer Reiter gegenwärtig und hieße sich selber kommen. Versteht ihr das? Das Lamm öffnet ja die Siegel. Wenn das Lamm die Siegel öffnet und dann der weiße Reiter kommt, der Reiter auf dem weißen Pferd und das Christus ist, dann wäre ja gleichzeitig das Lamm, dann würde Christus die Siegel öffnen und käme gleichzeitig in den Siegeln vor. Und da sagt der Adolf Pohl, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ein wichtiges Argument. Ja? Wer hat die Welt geschaffen? Gott und eigentlich Christus, oder? Ja, durch Christus. Ist Christus in seiner eigenen Schöpfung vorgekommen? Ja. Ist das logisch? Nee. Nein. Wenn jemand einen Computer programmiert, ja, und kommt selber in dem Computer vor, so wäre das. Das ist das Unglaubliche, wo die Juden sagen, das kann nicht sein, dass Jesus Gottes Sohn war. Ja? Dann würde ja Gott ins Fleisch kommen. Das ist vollkommen ab, das geht nicht in deren Vorstellung. Das sind wir so gewohnt. Aber das ist eigentlich ganz unlogisch, weil es unsere Logik überansprucht. Ja? Aber ich glaube, dass genau das hier der Fall ist. Denn die Siegel, die wir hier anschauen, und das wird ganz oft in Auslegungen vergessen. Was machen denn die Siegel? Die Siegel versiegeln ein Buch.
Und das wird in ganz vielen Auslegungen vergessen. Dieses Buch war so wichtig, weil es war auswendig und inwendig beschrieben, ja, war eine Rolle, ja, die war nicht nur auf einer Seite, sondern voller Namen. Und Johannes weint, weil niemand gefunden wird, der würdig war, dieses Buch aufzutun. Und dieses Buch war versiegelt mit den Siegeln. Ja? Und in ganz vielen Auslegungen über die Offenbarung beschäftigen sich alle mit den Siegeln, aber niemand mehr mit dem Buch zum Schluss. Das hat man ganz vergessen. Aber das Buch war doch das Wichtige, ja? Ich glaube, dass dieses Buch das Buch des Lebens ist. In diesem Buch stehen die Namen der Leibesgemeinde Jesu aufgeschrieben. Und dieses Buch konnte niemand öffnen. Außer das Lamm, ja? Außer der Löwe von Juda. Und dann sieht er ein Lamm. Ein Lamm und ein Löwe, ja? Das ist ja auch ein Widerspruch für, ja? Das ist Christus. Da hört unsere Logik auf. Da müssen wir am Wort bleiben. Das heißt für mich, diese Siegelgerichte zeigen uns den Ablauf der Weltgeschichte vom Anfang von Christus, die Welt im Gericht, nachher sehen wir noch die Märtyrer, bis zum Tag des Zornes des Lammes Gottes. Das zeigt uns die ganze Weltgeschichte und diese ganze Weltgeschichte muss ablaufen und wenn die Weltgeschichte abgelaufen ist, wer wird dann offenbar werden? Christus und seine Gemeinde. Das ist das, was hier gezeigt wird. Die ganze Welt, wie sie geschaffen ist und wie sie jetzt ist, ist nur zu einem da, dass Christus darin offenbar wird und seine Gemeinde darin offenbar wird. Denn wenn die Siegel alle geöffnet sind, wird die Buchrolle aufgerollt und die Namen werden verlesen. Dann ist die Vollendung da. Ja? Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass man sich nicht nur mit der Verpackung beschäftigt, mit den Siegeln, sondern mit dem Inhalt des Buches. Ja? Merkt ihr, wie die Balance da total verschoben ist? Das geht ganz in die falsche Richtung. Unser Ältester, dem haben wir zum ersten oder zweiten Geburtstag irgendwas zum Geburtstag geschenkt. Und weil das Verpackungspapier so schön geknistert hat, hat er sich also hingebungsvoll mit dem Papier beschäftigt, sodass das Geschenk für den vollkommen, der Inhalt war gar nicht mehr so wichtig, ja? Und so macht man das ja auch. Man beschäftigt sich hingebungsvoll mit diesen Siegeln und da wird gestritten drüber und spekuliert. Aber eigentlich geht es doch um das Buch und dass das Lamm das Buch öffnen kann. Ja, das Lamm schafft die Welt, in der Welt wird er, Christus wird dort offenbar als Alpha und Omega und die Gemeinde wird darin offenbar und wenn die Siegel alle offen sind, dann wird dieses Buch verlesen und eure Namen stehen da drin. Ist das nicht wunderschön? Ja, ist da nichts zum Streiten eigentlich, ja? 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 Vielleicht können wir uns da gleich nochmal drüber unterhalten. Vielleicht musste die Menschheit sehen, zu was sie fähig ist, wenn Gott seine Hand zurückzieht. Jeder einzelne Mensch. Wenn wir in der Vollendung vor Gott stehen, wird jeder mit seinem Leben vor ihm stehen und wird sagen, danke, dass du alles an dich nimmst, dass du alles gut gemacht hast. Ja. Okay, aber also Adolf Pohl, durchaus hier wichtige Instanz. Für ihn schließt sich das aus, dass das Lamm die Siegel öffnet und dann als weißer Reiter auch darin vorkommt. Für mich schließt sich das nicht aus. Im Gegenteil, das ist das Evangelium, was wir haben. Christus hat die Welt geschaffen und er kam als Sohn Gottes in die Welt. Eigentlich unglaublich, ja. Aber es ist natürlich auch ein Argument, was man hören muss, ja. Entschuldigung, was mich mal interessieren würde, wäre die Auslegung von vor 150 Jahren. Was schreiben die denn dazu? Also die sagen, dass dieser Reiter auf dem weißen Pferd Christus ist, dass er kommt und den Sieg auch erringt. Die haben allerdings, das ist auch oft in Landeskirchen so gewesen, die haben ja eine ganz andere Endzeitvorstellung wie wir. Für die existiert der Staat Israel in der Endzeit nicht, sondern wir sind das geistliche Israel. Wir haben die Segnungen Israels geerbt und die ganze Sache geht so aus, dass einfach irgendwann die Entrückung kommt und wir sind im Himmel. Ist das die Ersatztheologie? Ja. Aber das ist ja inkonsequent. Wenn wir ja. Den Segen geerbt haben, müssen wir auch das Gericht geerbt haben. Einverstanden. Einverstanden. Und was heißt denn Segen erben? Ist das ein irdischer Segen oder ein himmlischer Segen? Also es war für mich auch sehr holzschnittartig, wie die Reformatoren über die Endzeit gedacht haben. Aber das war vielleicht auch nicht so sehr ihre Auseinandersetzung. Für die war die Auseinandersetzung eigentlich mit einer gesetzlichen katholischen Kirche, ne? Und ihrem Götzendienst. Das ist irdische Berufung. Ja, ja, ja. Also Israel hat eine irdische Berufung mit einem irdischen Land und einem irdischen Tempel, einer irdischen Stadt. Dass sie viele Kinder kriegen, dass die Ernten gesegnet sind, das war der irdische Segen für Israel. Die Gemeinde hat eine himmlische Berufung, ja. Uns ist der Himmel beigelegt, unsere Mutter ist das himmlische Jerusalem, wir haben einen himmlischen Tempel, wir haben geistliche Opfer, ja. Israel ist ein Abbild 1:50 auf Erden für das, was die Gemeinde im Geist ist.
Ja, wir opfern auch. Ich weiß nicht, wie viel ihr geopfert habt in eurem Leben, aber manchmal verlangt Jesus Opfer von uns, natürlich. Ja, manchmal blutige Opfer, ja, im übertragenen Sinn. Ja, dass der alte Mensch stirbt in uns, damit der neue Raum bekommt. Manchmal muss man seinen Leib in den Tod geben. Also wir sind auch eine Priesterschaft. Ja, es wäre ein ganz wichtiges Thema mal, wenn wir Könige und Priester sind in Christus und einen ewigen Tempel haben, was machen wir denn jetzt mit dem Gesetz? Haben wir gestern Abend kurz gesprochen drüber. Wir sollen nicht das Gesetz erfüllen. Wir sollen Christus darstellen. Ja, also das erste Siegel wäre, oder der Grund dafür, warum ich das als Christus sehe, wäre einmal die 3-in-1-Ordnung, dass Christus Gott ist und Mensch wurde, ja, die Welt geschaffen hat und in der Welt selber vorkommt, ja, die Siegel öffnet und in den Siegeln vorkommt. Dass Christus Alpha und Omega ist, Anfang und Ende, auch hier, Anfang und Ende der Welt. Und dass er der Sieger ist. Das wären so für mich die Gründe. Dann hätten wir aber eine ganz andere Perspektive, als wir die bisher haben. Und man muss ein bisschen umdenken. Ja? Man hat also praktisch hier vom ersten Kommen Christi bis zur Endzeit, bis zum Tag des Zornes des Lammes einen abgeschlossenen Zyklus, der noch sehr grob ist, der noch nicht so in Details geht. Warum? Weil man sich darin verzetteln würde. Grob, grober Überflug. Ja? Die Offenbarung fängt nicht wieder im Antichristen an. Okay, als nächstes Siegel kommen die unter dem Altar, das fünfte Siegel, das ist auch ganz spannend. Da steht, und da ist das Lamm, ja, da ist das fünfte Siegel auftat, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die erwürgt waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Herr, du Heiliger, und wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeglichen ein weißes Kleid, und war zu ihnen gesagt, dass sie ruhten noch eine kleine Zeit, bis das vollends dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch sollten noch getötet werden, gleich wie sie. Also wir haben eine Welt gezeigt bekommen, die im Gericht, in der Inflation, in Krieg und Not steht. Und jetzt sehen wir mitten in dieser irrsinnigen Welt Zeugen Gottes, ja, die unter dem Altar sind, die erwürgt wurden um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und die schreien, Herr, wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut? Und dann bekommen die auch jeder ein weißes Kleid und sagen, sie sollen sich noch ein bisschen gedulden, bis auch die anderen, die noch sterben sollen, dazugekommen sind, bis alles vollendet ist. Ja, das heißt grob die Welt in ihrem Irrsinn, mittendrin die Zeugen Gottes, die erstaunlicherweise unter dem Altar ruhen, schauen wir uns noch an, was das heißt, und die um des Wortes Gottes willen gestorben sind. Ja, da steht nicht um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Christi willen. Ja, deswegen glaube ich, dass das Alttestamentler sind. Warum? Weil es noch nicht um die Gemeinde Jesu geht. Es ist noch ein grober Überriss über die Welt. Ja, schauen wir uns gleich nochmal an, habe ich noch ein paar Stellen auch zu. Es gibt andere Bibelstellen in der Offenbarung, wo man sehen kann, wo dann steht, um des Zeugnisses willen oder um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Christi willen. Da kann man sehen, das ist Gemeinde Jesu, weil die haben das Zeugnis Christi. Diese haben noch das Wort Gottes, Alten Bundes, Jeremia, Jesaja. Jesaja ist wohl zersägt worden, sagt man, ja. Die Propheten sind gestorben und haben gelitten, ihr Blut vergossen, um des Wortes Gottes willen. Und die sind unter dem Altar. Und das finde ich selbst, unter welchem Altar? Ja, es gibt ja gar keinen Altar mehr. Welcher Altar ist da gemeint? Jetzt müsst ihr die große Perspektive einnehmen, den Überflug, den wir hier haben. Ja, wir schauen von oben so mit dem Helikopterflug auf diese Siegel. Ja, ich glaube, dass das Land Israel, hier sieht man ist mal so die Stammesaufteilung, dass das nicht umsonst heiliges Land heißt, sondern dass das Land Israel im Prinzip aus einem Vorhof besteht, das ist Nordisrael, Ephraim, und aus einem Heiligtum, Juda. Und in dem Juda-Heiligtum ist Jerusalem das Allerheiligste. Und es gibt auch noch einen Altar. Welcher Altar? Der Berg Zion. Wer ist denn da geopfert worden? Christus. Das wäre tatsächlich ein heiliges Land, weil dieses Land
wäre ja genauso aufgebaut wie die Stiftshütte. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes und ein Altar. Ja? Kann man das nachvollziehen? Ich glaube, dass Israel in der Endzeit auseinanderbrechen wird. Wie denn? Wie es in der Antike schon mal war. Auch in den Norden, Ephraim, und im Süden, Juda mit Jerusalem. Wenn das passiert, dann würde ja quasi im Heiligen Land der Vorhof und das Heiligtum entstanden sein. Und wenn Jerusalem wiedergeboren ist in der Endzeit, dann wäre in diesem Tempel auch die Priesterschaft. Und dann wäre der Tempel ja betriebsbereit. Genau. Das sehen aber viele gar nicht. Wir sehen Israel, wir sehen Gazastreifen, wir sehen Zwei-Staaten-Lösung, wir sehen Tel Aviv und Haifa und diese Dinge. Aber die Bibel zeichnet uns das Bild. Wenn Israel auseinanderbricht, entsteht der Vorhof. Offenbarung 11. Misst den Altar und das Heiligtum und die darin anbeten, aber den Vorhof, den lass weg, denn der ist den Heiden gegeben. Ja, und sie werden die Stadt, die heilige Stadt zertreten, 1260 Tage lang. Ja? Warum ist denn der Vorhof den Heiden gegeben? Weil der Norden Israels, die vielen, einen Bund machen werden mit dem Antichrist aus Damaskus. Ja, und da bleibt nur Juda übrigens am Schluss, nur noch Jerusalem. Das sind die endzeitlichen Perspektiven. Und jetzt haben wir eigentlich, das Land Israel sieht jetzt aus wie die Stiftshütte. Mit dem Vorhof, dem Heiligtum, dem Allerheiligsten da drin. Und irgendwo hier ist der Altar, ja? Da wird geopfert drauf. Jesus sagt mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Folie dabei habe. Jesus sagt mal, ich glaube in Lukas 12, da sagen sie ihm, dass der Herodes ihn verfolgt. Und dann sagt er, sagt diesem Fuchs, ich muss wirken heute, morgen und am dritten Tag, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkommt außerhalb von Jerusalem. Kennt ihr den Vers? Ja? Warum sagt Jesus das? Weil Jerusalem das Heiligtum mit dem Altar ist. Dort wird in Wahrheit geopfert. Ja? Das ist ein ganz erstaunlicher Vers. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir nachher noch. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das ganze Land Israel aufgebaut ist wie ein heiliges Land aufgebaut gehört. Ja? Und im Moment ist Israel da noch so komplett, ja, wenn es auseinanderbricht, entsteht der Vorhof, der nicht mitgemessen soll, werden soll in Offenbarung 11. Und wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist die Priesterschaft, weil das ja Könige und Priester Christi sind, die sind dann in der Stadt Jerusalem, dann wäre der Tempel komplett. Und dann kommt der Antichrist. Und der bricht in den Tempel Gottes. Ja? Der bricht nicht in einen Tempel, den die Juden in Jerusalem bauen wollen. Vielleicht bauen sie ihn, vielleicht bauen sie sich keine Ahnung. Warum habe ich keine Ahnung? Weil es in der Bibel nichts davon steht. Aber das wäre dann wirklich ein Tempel Gottes. Warum? Weil Jerusalem dann wiedergeboren ist, dann sind die ja Gemeinde Jesu. Ja, natürlich, so wie wir. Mehr noch als wir. Wir sind ja nur Gnadenwahl. Ja? Denen gilt aber die Verheißung. Trotzdem sind wir ein Leib in Christus. Das war dem Paulus geoffenbart, dass die Heiden auch dazugehören, sonst wären wir heute ja nicht hier. Ja? Was für eine Gnade uns Gott entgegengebracht hat, dass wir dazugehören dürfen. Wir sind Gottes Schattenkabinett. Ja? Das ist eine hohe Berufung, die wir haben. Es gibt keine höhere Berufung als sie. Vielleicht gleich, ja? Sonst dauert es zu lange. Aber das ist damit gemeint und diese Strukturen müssen wieder entstehen. Und in diesen Tempel Gottes bricht der Antichrist und tötet die dort Wiedergeborenen. Ja? Die werden dann auch dort geopfert, wo geopfert wird. Und gibt sich selber aus, als sei er Gott. Und sagt, es gibt keinen Gott außer mich, betet mich an. Das wird kommen. Das sind die Bilder, die Offenbarung hat. Das ist der große Überblick, ohne sich im Detail jetzt zu verzetteln. Ja? Das sind die Gesten eigentlich, die wir da in der Offenbarung haben. Das verstehe ich unter dem Heiligen Land. Ja? Okay, also das wäre tatsächlich Heiliges Land. Und von dem schreibt dieses fünfte Siegel. Ja? Als es das fünfte Siegel auftat, sah ich die unter dem Altar. Na ja, natürlich, unter dem Berg Zion. Sie sind hinabgefahren und werden irgendwann wieder auferstehen. Ja? Das ist ein hebräisches Bild.
Das ist für Hebräer, das ist nicht für euch Europäer. Für uns Europäer müssen wir das europäische Denken mal kurz beiseite legen und versuchen, uns ins hebräische Denken rüber zu transformieren, ja, damit wir das verstehen. Und das ist hebräisches Denken. Die Offenbarung ist fast alttestamentlich. Ja. Unter dem Altar sieht er die Seelen derer, die erwürgt waren um des Wortes Gottes willen, und die sollen warten auf die anderen, die auch noch getötet werden, gleich wie sie. Wer ist denn das? Das sind die, die in Jerusalem zum Glauben gekommen oder zum Glauben kommen werden an Jesus Christus, die wiedergeboren werden. Die werden wo getötet? Na, dort wird die auch getötet werden, auf dem Altar. Und wenn die vollendet sind, dann kommt Jesus wieder. Ja? Betreibt sich der Antichrist nur in Israel rum, oder was ist mit uns in Europa zum Beispiel? Die Bibel sagt da wenig von. Der Antichrist, glaube ich, dessen Staatsgebiet ist Syrien, Israel, Ägypten, Libyen, Edom, Moab, Ammon, ob die wieder existieren, Jordanien im Prinzip, Nordafrika. Das sagt die Bibel, ist das Reich des Antichristen. Der Anfang kehrt zum Ende zurück. Absolut, ja. Sagt die Offenbarung natürlich, der Antichrist herrscht weltweit. Aber denkt dran, dass der Daniel dem Nebukadnezar sagt, du Nebukadnezar bist das goldene Haupt, du bist König über die ganze Welt, überall wo Menschen wohnen, wo Tiere wohnen, bist du König. Jetzt guckt ihr euch Babylon an, das babylonische Weltreich, na ist das nur so groß. Wie kann der Daniel aber sagen zu ihm, du bist ein König über die ganze Welt? Das ist so, ja? Das hebräische Denken. Und Daniel zählt ja die Weltreiche auf, die der Antichrist hat. Das könnte sein, dass der Antichrist dann halt in Südamerika nicht regiert. Heißt aber nicht, dass in Südamerika nicht antichristliches Denken und Wesen in der Regierung ist. Dann ist der Antichrist vielleicht in persona nicht da, aber das antichristliches Denken in den Regierungen der Welt ist, das denke ich schon. Ja, das wird schon kommen. Der Antichrist ist nicht so sehr ein religiöser Mensch. Der ist okkult, ja, aber der ist ein politischer, das ist ein politischer Herrscher. Und Jesus übrigens hat auch eine politische Komponente, die wir als Gemeinde Jesu nicht so sehr sehen. König. Jesus ist der Politiker aller Politiker, der Herrscher der Welt. Ja? Okay. Aber das sind praktisch, ist das, was uns das fünfte Siegel zeigt, ein ganz grober Aufriss, ja? Die um des Zeugnisses willen, dass sie damals hatten, haben die ihr Leben gelassen, ja? Und zwar in Jerusalem und sind jetzt unter dem Altar und warten dort. Und als Christus stirbt und aufersteht, bekommen die auch dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit. Also ganz kurz nur, Wiedergeburt gab es erst zu Pfingsten in Jerusalem. Da fing Wiedergeburt an. Da fängt Gemeinde Jesu an. Und die Gemeinde Jesu geht bis zur Entrückung. Ja? Dann kommt das tausendjährige Reich. Im tausendjährigen Reich glaubt man wieder so wie im Alten Testament. Ja? Die haben ja auch an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs geglaubt, ja? Und dann wird der tausendjährige Reich wird mit dem Alten Testament sich so zusammen wiederfügen. Als ob nichts dazwischen war. Wenn man es auseinanderzieht, sieht man, da ist ja die Gemeinde Jesu zwischen. Die wird entrückt und dann rutscht das tausendjährige Reich ans Alte Testament an. Das würde ja heißen, im tausendjährigen Reich, Saul, David, Salomo, die ganzen Könige, dann kommt Jesus, um sein Königreich aufzurichten. Er wird aber gekreuzigt und stirbt. Ja? Dann fängt die Gemeinde Jesu an. Und dann kommt er wieder auf den Ölberg, dann wird er sein Königreich aufrichten. Und wenn das zusammenrutscht, ja, dann haben wir praktisch Saul, David, Salomo, Jesus und übergangslos geht sein Königreich. Versteht ihr das? Das ist dann eine Geschichte. Ja, genau. Ja. Das würde dann heißen, Jesus kommt und in einem fängt sein tausendjähriges Reich an. Und da ist dieser Riss, ja, wo man sagt, Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt und es gilt auch für die Gemeinde Jesu. Paulinisches Evangelium. Ja, wenn die Gemeinde entrückt ist, rutscht es wieder aneinander. Übergangslos. Das ist ein Problem auch deswegen, weil manche Leute natürlich sagen, aber wie konnte denn der David solche Psalmen schreiben, wenn der nicht wiedergeboren war? Das ist eine echte Frage. Ja, kann man vielleicht später sich nochmal unterhalten drüber, aber ich sag mal, David war auch nicht der Durchschnitts-Israelit. David war ja von Gottes Geist erfüllt, vom selben Geist, der uns zur Wiedergeburt geführt hat, war David, weil er ein Prophet und König war, erfüllt und hat diese Psalmen geschrieben, die von Christus weissagen. Ja? Abraham, Glaubensvater, ja, das sind Leute, in denen Gottes Geist gewesen war, aber die trotzdem noch nicht die Wiedergeburt hatten. Auf ihnen, ja. Aber wer bin ich, dass ich Abraham von der Gemeinde Jesu ausschließen würde? Es geht mich gar nichts an. Ich freue mich, wenn er dabei ist, ja.
Aber zu seiner Zeit gab es dieses Phänomen der Wiedergeburt in der Menge, in der Breite noch nicht. Also das sind eigentlich Alttestamentler noch. Ja, da ist die Gemeinde Jesu noch gar nicht so drin. Also in diesen Versen hier, von denen wird gesagt, um das Zeug dieses Willen, das sie hatten. Und im Unterschied dazu gibt es solche Aussagen der Offenbarung, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Ja? Oder ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, das Zeugnis aber Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder auch hier, ich sah Stühle und sie setzten sich darauf und ihnen ward gegeben das Gericht und die Seelen derer, die enthauptet sind, um des Zeugnisses Jesu willen und um des Wortes Gottes willen. Also die haben zusätzlich zu diesem Wort Gottes oder zu dem Zeugnis, das sie hatten, noch das Zeugnis Jesu Christi. Ja? Es wird da ausdrücklich erwähnt. Und da gehe ich davon aus, dass das von Gemeinde Jesu handelt. Und die hier, die unter dem Altar sind, in diesem ersten groben Wurf über die Welt, in sechs Siegeln, wenn man so sagen will, ja, sind einfach die, die das, dieses Zeugnis willen, das sie hatten zu ihrer Zeit. Aber noch nicht das Zeugnis Jesu. Ja? Also wir haben noch nicht die ganzen Details, die ihr kennt, womit vielleicht wir überfrachtet sind. Das muss man alles mal zurücklassen. Das ist so, als ob man vom Mond die Erde sieht. Ja, das ist ein bisschen orange und ein bisschen blau und ein bisschen weiß für Wölkchen. Ja, Burbach sieht man da nicht. Ja, und so ist hier auch, das ist ein grober, das ist die Welt, ja. Und das ist der Überblick, den wir darüber haben. Also wir haben erst diese vier Gerichtsreiter, dann haben wir die Seelen unter dem Altar und dann kommt der Tag des Zornes des Lammes. Das ist der Ablauf, der grobe Wurf, der da, und dann nachher wird das alles ausdetailliert, so fein, dass sich alle da drin verzetteln zum Schluss, ja. Aber Gott verschweigt da nichts, aber hier macht er nur einen ganz groben, ersten groben Überblick, ja. Das ist der Ablauf der Weltgeschichte, ja. Das heißt, das haben wir gesehen von hier vorne, von der Schöpfung der Welt, wenn man so will, die im Gericht liegt, bis zum Tag des Zornes des Lammes. Als konzentrischen Aufbau, ja. Und der sechste Siegel hat dann, wo hier geschrieben steht, und sie sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn ist gekommen der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Ja, das ist praktisch diese Weltgeschichte, da hört es mit auf. Und in den Posaunengerichten, da ist dann der Schluss hier, und die Stimme, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Wasserstrom Euphrat. Damit hören die Posaunengeschichten auf. Und wer kommt vom Euphrat? Der Iran, modern Neo-Iran, das antike Assyrien, kommt bis nach Harmageddon. Das heißt, diese Posaunen hier, die hören eigentlich mit Harmageddon irgendwo auf. Kommen wir aber noch drauf. Ja? Also das sieht man auch hier, das hört praktisch auf, auch wieder mit Harmageddon und das hier auch. Die Könige vom Euphrat kommen, ja, den Königen vom Aufgang der Sonne wird der Weg bereitet. Okay. Wir beschleunigen ein bisschen. Dann kommt der siebte Siegel und da es das siebte Siegel auftat, war eine Stille in dem Himmel bei einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und das heißt dann, jetzt folgen die sieben Posaunen aus diesem sechsten Siegel. Ja, das siebte Siegel enthält dann wiederum die sieben Posaunen, die dann abfolgen. Dann sind wir mit den Siegeln durch. Wozu werden die überhaupt geöffnet? Um ein Buch zu öffnen. Ja, das versiegelt war auswendig und inwendig mit Namen. Wer ist würdig, das Buch aufzutun? Niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr. Der hat geheult, der Johannes. Der sagt, wie soll das gehen? Ja? Wie sollen die Namen der Erlösten vorgelesen werden können? Niemand war würdig, dieses Buch zu öffnen. Das war ein großes Drama im Himmel. Ja? Das war das, was Johannes gesehen hat. Ja? Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig, versiegelt mit sieben Siegeln. Die haben wir jetzt aufgemacht. Das ist die Weltgeschichte, die da ablaufen muss. Ja? Und ich sah einen starken Engel, der rief aus mit großer Stimme, wer ist würdig? Und so weiter. Ich weinte sehr. Und dann kommt einer von den Ältesten und sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids. Jesus. Ja? Lass uns kurz noch, wir machen nachher noch, ja, sonst wird es uns zu lange. Und dann sieht er ein Lamm, ja, der hat den Namen, dass er der Löwe ist und er sieht, zwischen den Ältesten steht ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre. Und dieses Lamm kommt und nimmt das Buch aus der Hand des, der auf dem Stuhl saß. Das Lamm ist würdig. Ja.
Und die vier Tiere fallen nieder vor dem Lamm und dann singen sie ein neues Lied. Du bist würdig, du bist erwürgt, du hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden. Das sind die, die zum Lamm gehören. Die singen dieses Loblied auf das Lamm. Ja? Und hast uns unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden Könige sein auf Erden. Das ist Gemeinde Jesu. Das dürfte man nicht sagen, wenn es nicht in der Bibel stünde. Es ist uns geschenkt, haben wir nicht verdient. Und dann kommt das Lamm und öffnet die Siegel. Ja? Die fallen vor ihm nieder und dann kommen die Siegel und werden geöffnet. Und dann läuft die Weltgeschichte ab und zum Schluss kommt Christus mit dem großen Zornestag. Ja? Wir waren verloren. Wir waren siebenfach verloren. Und die Welt ist es immer noch. Ja? Und es macht ihr keine Not. Schön, dann sind wir eigentlich am Ende. Vielleicht singen wir noch ein Lied und dann beten wir und dann schließen wir ab.